Liebe Studentinnen und Studenten, wir kommen heute zu einer weiteren Folge unserer Lehrveranstaltung Wildökologie. Wir hatten uns beschäftigt mit den Wiederkäuern, wir hatten uns beschäftigt mit den Nagetieren, den Hasenartigen und wir kommen heute zu den Raubtieren oder Carnivora in der wissenschaftlichen Bezeichnung. Raubtiere ist natürlich wieder so ein vermenschlichender Begriff, den man zwar verwendet, der sich auch eingebürgert hat, den man auch wahrscheinlich nicht weglassen kann, wobei natürlich Raub wiederum eine Wegnahme einer fremden beweglichen Sache unter Anwendung von Gewalt darstellt und ein Straftatbestand ist, also auch hier wieder eines der vielen Begriffe, die man eigentlich nicht so gerne benutzt im Zusammenhang mit Wildtieren. Carnivora, im weitesten Sinne Fleischfresser, ist neutraler, wenngleich es auch nicht immer den Sachverhalt trifft, weil wir werden sehen, viele der sogenannten Carnivora ernähren sich von ganz anderen Dingen oder auch wesentlich zumindest von anderen Dingen als von Fleisch. Wir haben es bei den Raubtieren mit weltweit rund etwa 220 Arten zu tun. Diese Zahl der Arten ist immer so ein bisschen davon abhängig, was definiere ich als eine Art. Da haben wir uns schon an mehreren Stellen drüber unterhalten. Wenn wir eine enge biologische Artdefinition uns zugrunde legen, dann sind es wahrscheinlich eher ein paar weniger. Wenn man im Moment dem Trend folgt und nach molekularen Befunden Arten ausweist, was man im Grunde ja nicht tun soll, werden es eher ein paar mehr werden. Also ich denke mal, richtig wäre eigentlich eher ein paar weniger. In Deutschland allein haben wir davon allein 18 Arten. Das ist schon mal beeindruckend. Wir sehen daran eben zweierlei. Zum einen ist die Zahl der Raubtierarten insgesamt weltweit nicht sehr hoch. Das passt natürlich so ein bisschen zur ökologischen Stellung. Früher hatte man ja sich diese klassische Pyramide vorgestellt, wo dann in einer Nahrungskette nach oben hin die Zahl der Arten immer weiter abnimmt. Das stimmt natürlich irgendwo auch in gewisser Hinsicht. Aber es ist natürlich keine Pyramide, sondern es ist im Grunde ein Nahrungsnetz, welches nicht im Sinne einer Nahrungskette wie eine Hierarchie von oben bis unten durchdekliniert wird und wieder zurück. Dennoch, klar, die Carnivora sind typischerweise im Vergleich zu den anderen Gruppen auch eher die K-Strategen, also eher diejenigen Organismen, die mit sehr wenigen Nachkommen arbeiten, die relativ alt werden, die ihre evolutive Strategie, wenn man so will, eben auf eine Kapazität des Lebensraums ausgerichtet haben. Wir werden aber auch sehen, dass wir andere Beispiele haben, gerade bei den Wieseln, die wir gleich besprechen werden, ist das im Grunde anders. Die sind eigentlich eher R-Strategen, die sich sehr intensiv auch an ihre Beute anpassen können und auch mit der Beute sehr stark schwanken können in ihrer Populationsdichte, ihrer Abundanz. Raubtiere haben oft ein relativ ursprüngliches, vollständiges Säugetiergebiss mit entsprechend der Zahl von jeweils pro Kieferhälfte 3 Schneidezähnen, pro Kieferhälfte 1 Eckzahn, Prämolaren und Molaren jeweils 3 bzw. 4. Hier sieht man mal so einen typischen Eckzahn bei den Raubtieren, der dann als Fangzahn ausgeprägt ist. Hier ist dieser Eckzahn und hier hinten sind dann manche Zähne bei dem Tier nicht, das ist ein Dachs, da ist nicht ganz so doll ausgeprägt. Hier hinten sind dann oft Zähne als Reißzähne, um die Beute zu zerkleinern. Also Reißzähne sind unter den Backenzähnen zu finden und die Eckzähne sind die typischen Fangzähne, die zum Festhalten der Beutetiere dienen. Der Name Carnivora sagt es, Fleisch ist ein wesentlicher Nahrungsbestandteil. Es ist, wie schon gesagt, nicht immer der einzige Nahrungsbestandteil, aber er spielt eben eine wesentliche Rolle. Und es gibt aber eben auch Tiere, die durchaus als Allesfresser in der Ordnung der Raubtiere vorkommen. Denken wir an zum Beispiel den Bären, den Braunbären. Denken wir auch an eine Art wie den Dachs. Das werden wir uns aber nochmal zu Gemüte führen. Wir fangen an, und das wird die heutige Veranstaltung im Wesentlichen sein, mit den Marderartigen, den Musteliden. Neben den Marderartigen kennen wir noch andere größere Gruppen. Das eine sind dann die Katzenartigen. Da haben wir im Grunde zwei Spezies in Mitteleuropa, die Wildkatze und den Luchs. Darüber hinaus gibt es dann noch die Hundeartigen. Auch da haben wir drei Spezies in Mitteleuropa, den Rotfuchs, den Wolf, den Marderhund als Neozoon und im Moment auch durchaus am Zuwandern den Goldschakal.
Neben marderartigen, katzenartigen und hundeartigen gibt es dann noch die Bären, beziehungsweise die eigentlichen Bären und die kleinen Bären. Dazu gehört bei den Bären der Braunbär, bei den kleinen Bären der Waschbär. Wir bleiben jetzt erstmal bei den Musteliden, bei den marderartigen und fangen an mit dem Mauswiesel. Das Mauswiesel hat insofern eine gewisse Besonderheit, als es wirklich das kleinste bekannte Raubtier weltweit ist. Um die Größe mal zu demonstrieren, wir haben ja hier eine altehrwürdige Universität und dementsprechend auch Präparate. Und diese uralten Präparate, die will ich Ihnen auch wieder mal zeigen. Das hier ist, Sie merken schon am Daumennagel, ein relativ kleines Schädel eines kleinen Raubtieres. Das ist das Mauswiesel. Um dann die Größe zu demonstrieren, lege ich nochmal einen Kugelschreiber daneben. Also Sie sehen, das ist in der Tat ein sehr kleines Raubtier. Das Mauswiesel hat ein reduziertes Gebiss, daran kann man es ja auch sehr gut erkennen, wenn man so einen Schädel in der Hand hat, dann schaut man erstmal, wie viele Zähne das hat, weil die Größe oft relativ ist und man nicht so genau weiß, wenn man keinen Vergleich hat, wie man das jetzt einschätzen soll. Drei Prämolaren pro Kieferhälfte im Ober- und Unterkiefer, im Oberkiefer ein und im Unterkiefer zwei Molaren, insgesamt also 34 Zähne, das sind im Vergleich zu anderen Arten immer noch recht viele. Das Mauswiesel ist eigentlich eine Art, die auch im Winter die Farbe wechseln kann, also die Fellfärbung, die Balgfärbung von braun auf weiß, kommt allerdings seltener vor, als es bei dem größeren Verwandten, dem Hermelin, der Fall ist. Also es gibt Mauswiesel, die verfärben im Winter weiß, aber eben nicht so häufig wie die Hermeline. Man kann daran also wenig hinsichtlich der Art Unterscheidung festmachen. Es hat keine schwarze Rotenspitze, daran erkennt man eigentlich das Mauswiesel typisch, während das Hermelin eine schwarze Rotenspitze besitzt. Mauswiesel haben eine für die Größe ausgesprochen kräftige Muskulatur, vor allem Nackenmuskulatur, weil die Hauptbeute der Mäuse im Grunde nicht viel kleiner oder manchmal auch genauso groß ist wie das Raubtier. Und dementsprechend muss diese Tierart natürlich auch entsprechend morphologisch und anatomisch ausgestattet sein, um die Mäuse zu überwältigen und auch dann wegzuschleppen. Mauswiesel kommen in den meisten Lebensräumen in Mitteleuropa mit Ausnahme dichter Wälder eigentlich vor. Im Gebirge geht das Mauswiesel in der Höhe bis zu 2000 Meter über normal Null und lebt auch hier im Winter, gerade wenn der Winter sehr protrahiert verläuft, wenn die Schneeschmelze spät ist oder wenn der Schneefall früher einsetzt, dann lebt es auch sehr zusammen mit den Mäusen in den Gangsystemen. Das Beutespektrum besteht, wie schon der Name sagt, im Allerwesentlichen aus Mäusen, gelegentlich auch mal eine kleine Ratte, eine junge Ratte, kleinere Vögel, Maulwürfe und dergleichen. Mauswiesel und auch Hermeline nehmen auch frisch totes Material auf, aber kein Aas im Sinne von schon etwas angegammeltem Material. Auch beim Mauswiesel finden wir gelegentlich mal Nahrungsspeicher, die dann also für einige Tage, gerade auch im Winter, diese Beute liegen lassen und dann ein Stückweise nutzen. Ist aber jetzt nicht so typisch wie zum Beispiel beim Iltis, da kommen wir gleich nochmal dazu. Die Fortpflanzungszeit ist im Spätwinter, im Februar, März. Die ist über einen längeren Zeitraum ausgedehnt. Wir haben es hier mit einem, also keinem klaren, definierten Zeitraum zu tun. Die Mauswiesel leben saisonal mit einem Partner in der Saisonehe, gelegentlich auch in Agamie, also ohne feste Partnerbindung. Mauswiesel tragen etwa 5 Wochen. Wir haben bis zu 2 Würfe pro Jahr. Das ist also für ein Raubtier eine Besonderheit, ist eigentlich eine sehr untypische Erscheinung. Stichwort R-Strategie ist das hier natürlich im Vergleich zu anderen Raubtieren. Wir haben dann zwischen 4 und 9, gelegentlich auch bis zu 12 Jungtieren. Und das bedeutet natürlich auch, wir haben hier also eine große Plastizität der Größe der Würfe in Anpassung an Gradationen der Mäuse. Wenn Mäusejahre intensiv sind, also die Mäuse viele Nachkommen haben, wenn die Mäuse viele Würfe haben und viele Mäuse da sind, vermehren sich im nächsten Jahr auch die Mauswiesel und sogar eventuell im laufenden Jahr schon deutlich mehr als sonst. Die Jungen kommen im Grunde im Schutze von Erdlöchern, von Mauerspalten, von Baumhöhlen oder Ähnlichem zur Welt. Diese Spalten werden mit Haaren gepolstert.
Wenn das Gehecht gestört wird, dann zieht die Mutter mit diesen Tieren in ein etwas sichereres Versteck, vermeintlich sicheres Versteck um. Die Jungtiere werden im Nacken gepackt von der Mutter, fallen in eine Tragschlaffe. Tragschlaffe bedeutet, diese Jungtiere lassen sich runterhängen wie ein nasser Sack und zappeln nicht, bewegen sich nicht. Das ist natürlich notwendig, weil bei Raubtieren zappeln eventuell einen Beutefangreiz auslösen würde bei der Mutter und die Mutter würde dann versehentlich das Jungtier eventuell totbeißen. Aus diesem Grunde hat die Natur diese Tragschleife eingerichtet, haben wir übrigens auch bei anderen jungen Raubtieren, ob jetzt beim Fuchs oder bei Wildkatze oder ähnlichen Arten. Sie werden 4, 5, 6 Wochen gesäugt, die kleinen Mauswiesel. Die Jungtiere öffnen mit etwa 4 Wochen die Augen. Die Geschlechtsreife ist etwa im Alter von 9 bis 12 Monaten, also auch hier relativ zeitig. Das heißt also, wir sehen, alles ist hier so eingerichtet, dass die Populationsdynamik von Mäusen der Hauptbeuteart eben sehr gut ausgenutzt werden kann. Wir haben praktisch keine jagdliche Nutzung. Gelegentlich fängt man Mauswiesel versehentlich in Fallen, die für das Hermelin, für das etwas größere, große Wiesel gestellt wurden. Diese Fallen müssen im Grunde einen Ausgang haben, dass der so groß ist, dass dort Mauswiesel auch wieder entweichen können. Mauswieselmännchen fangen sich häufiger als Weibchen, das haben wir bei Raubtieren oft, dass im Grunde die Männchen die aktiveren und auch die etwas wagemutigeren sind. Die Populationen regulieren sich selbst, das heißt, man muss dort nicht irgendwie regulierend eingreifen. Das macht die Natur hier in diesem Falle wirklich von selbst und macht das auch ganz ordentlich. Das heißt, Mauswiesel sind eigentlich flächendeckend überall vorhanden, man sieht sie aber eben doch extrem selten. Wir kommen jetzt zum nächstgrößeren Verwandten, schon angekündigt, dem Hermelin. Das Hermelin heißt auch großes Wiesel, ist, wie der Name schon sagt, größer als das Mauswiesel, wobei wir bei beiden Arten eine sehr starke Variabilität in der Größe haben, sodass wir also im Grunde ein großes Mauswiesel durchaus auch mal größer als ein klein geratenes Hermelin sein kann. Von daher ist die Größe eigentlich ein unsicheres Unterscheidungsmerkmal. Wie schon gesagt, das beste Unterscheidungsmerkmal ist die schwarze Rutenspitze. Man sieht das hier auf dem Bild vielleicht nicht ganz so gut. Hier hinten, dieses Ende der Rute ist mit schwarzen Haaren versehen. Das ist eigentlich das sichere Zeichen fürs Hermelin. Das Winterkleid ist beim Hermelin typischer als fürs Mauswiesel, also ziemlich regelmäßig wird dieses Winterkleid angelegt. Meistens von Dezember bis März. Im Hochgebirge geht es oft schon früher los, da färben die schon im Oktober um. Tritt aber eben auch nicht in allen Regionen auf und wird möglicherweise auch, das wird man sehen, mit zunehmend milderen Wintern, schneeärmeren Wintern vielleicht auch weniger ausgeprägt sein. Wie gesagt, die schwarze Rutenspitze ist immer vorhanden. Vielleicht kurz einen Satz zu der Bedeutung dieses Winterkleides. Das wurde oft überlegt, wozu das wirklich sinnvoll ist, warum die Tiere das anlegen. Ein Argument ist natürlich die Tarnung, ganz klar. Das heißt, in einer schneebedeckten Landschaft sieht man ein weiß gefärbtes Tier deutlich schwerer als ein braun gefärbtes Tier. Und damit ist es klar, dass eben auch die Prädation dadurch verhindert wird durch größere Raubtiere. Es gibt auch noch eine andere Hypothese, die zum Beispiel, wenn wir uns jetzt Eisbären anschauen, der Eisbär hat eigentlich keine natürlichen Prädatoren und trotzdem ist er weiß gefärbt. Es gibt eine zweite Hypothese, die eigentlich besagt, dass neben der Tarnung eben auch noch die, sagen wir mal, Energieökonomie eine große Rolle spielt. Insofern, als weiß, als Farbe natürlich deutlich mehr Strahlung reflektiert, als dies schwarz oder eine dunkle Farbe täte. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass im Grunde Strahlung einerseits von außen auf das Tier einwirkt und im Sinne Form von Sonnenlicht zum Beispiel einfällt, dann wäre natürlich eine dunkle Färbung gut, die dieses Licht dann im Winter sammelt und praktisch dadurch den Körper aufwärmt. Das wird möglicherweise aber überkompensiert durch die Schutzfunktion des weißen Fells, dass also praktisch die Prädation dadurch geringer ist, deutlich geringer ist. Aber gleichzeitig haben wir natürlich auch eine Strahlung, Wärmestrahlung, langwellige Strahlung aus dem Körper heraus, von innen nach außen. Und diese langwellige Strahlung in Form von Wärmestrahlung wird auch von weißer Farbe eher reflektiert als von brauner oder schwarzer Farbe.
Und jetzt wären wir beim Thema Eisbär zum Beispiel wieder. Es könnte durchaus sein, dass genau diese Reflexion der langweiligen Wärmestrahlung nach innen praktisch eine Menge Energie spart, weil dort, wo im Grunde lange kalte Polarwinter sind, da gibt es eben nicht viel Sonne, die man von außen sammeln könnte und die praktisch dann den Körper von außen erwärmen würde. Aber es gibt die Möglichkeit, den Verlust von innen nach außen in Form von langweiligem Strahlungsverlust durch das weiße Fell zu reduzieren, indem eben dort mehr reflektiert wird, und zwar nach innen. Das ist eine ganz interessante Hypothese, warum eben auch Tiere, die nicht unbedingt zu den klassischen Beutetieren zählen, wie der Eisbär, auch ein weißes Fell im Winter bzw. insgesamt haben. Die Größenvariabilität haben wir schon angesprochen gerade. Die großen Wiesel besiedeln typischerweise Lebensräume wie das kleine Wiesel, also wie das Mauswiesel auch. Vermieden werden auch vom Hermelin die dichten großen Waldgebiete. Das heißt also, beide Arten kommen letztendlich im gleichen Biotop sympatrisch vor. Auch das Beutespektrum ist insgesamt sehr ähnlich, wobei das große Wiesel natürlich ein Stück größer ist im Durchschnitt und damit auch die Beutetiere ein bisschen größer sein können. Aber auch hier sind die Hauptbeutearten sind die Mäuse, daneben die Ratten. Auch eine erwachsene Ratte kann von einem Hermelin durchaus erbeutet werden. Vögel bis, sagen wir mal, Enten- oder Taubengröße, auch hier wieder Maulwürfe und Kaninchen, auch mal ein kleiner Feldhase kann durchaus vom Hermelin erbeutet werden. Bei beiden Arten, sowohl dem Mauswiesel als auch dem Hermelin, haben wir es mit einem Nahrungsbedarf zu tun, der immerhin 40% der Körpermasse entspricht pro Tag. Das heißt, die müssen also sich ganz gut Mühe geben, permanent auch Beutetiere zu finden und zu fressen. Hinsichtlich der Fortpflanzungszeit hat das Hermelin eigentlich eine Besonderheit. Wir haben hier eine Hauptranzzeit im Juni, Juli, das heißt also im Sommer. Und im Frühjahr die Ranzzeit, die das Mauswiesel zeigt, gibt es beim Hermelin auch, aber die ist im Grunde nicht der Normalfall oder kommt manchmal auch zusätzlich vor. Das bedeutet aber auch, dass die Natur sich hier helfen muss, damit die Jungtiere nicht im Winter zur Welt kommen. Das heißt, wir haben hier eine verlängerte Tragzeit von etwa 280 Tagen. Wenn wir eine Befruchtung in der Spätwinterranzzeit haben, die eben auch vorkommt, dann ist die Tragzeit eine normale Tragzeit, sodass also praktisch immer die Jungen im zeitigen Frühjahr geboren werden, im März, April. Und hier haben wir es mit 2 bis 18 Jungtieren zu tun. Normalerweise sind es 4 bis 5. Auch das ist wieder ein Zeichen dafür, dass wir eine enorme Anpassung an die Beutetiere aufweisen können. Das heißt, haben wir mäusereiche Jahre, kann das Hermelin sehr schnell mit einer größeren Reproduktionsrate reagieren. Und das bedeutet eben, dass die Anzahl der Hermeline praktisch mit derjenigen der Beutetiere der Mäuse oszilliert. Und zwar ist das hier eine klassische Lotka-Volterra-Funktion. Das heißt, hier läuft die Dichte der Hermeline praktisch ein Jahr oder ein halbes Jahr derjenigen der Mäuse hinterher. Interessant ist auch, dass beim Hermelin das Männchen auch an der Aufzucht der Jungtiere beteiligt ist. Die Populationen insgesamt regulieren sich selbst. Das heißt, wir haben auch hier keine Notwendigkeit einer Bejagung. Umgekehrt nutzt die Bejagung nicht, sie schadet aber auch nicht. Heißt also eine Art, die man durchaus nutzen kann, aber nicht zwingend nutzen muss. Gelegentlich wird durch Fangjagd dem Hermelin noch nachgestellt, man nutzt die sogenannte Wippbrettfalle. In Ländern mit einer größeren Bedeutung der Pelzwirtschaft wird auch das Hermelin durchaus noch intensiver bejagt. Ja, eine weitere Marderart, und wir sprechen im Moment von den sogenannten Stinkmardern, sowohl bei den Wieseln als auch beim Iltis, den wir jetzt besprechen werden, und einige andere Arten, den sogenannten Stinkmarder, während die andere Untergruppe der Mustelinen die echten Marder sind, zu denen wir dann nachher später noch kommen. Der Iltis ist eine sehr stark wassergebundene Art. Manche sprechen ja auch wirklich schon von der semi-aquatischen Art,
Das kann man diskutieren, wann das semi-aquatisch beginnt. Wir werden ja den Fischotter noch kennenlernen. Der ist eine typische semi-aquatische Art. Auch der Iltis lebt sehr stark an Gewässer gebunden, kommt also im Grunde in allen Lebensräumen vor. Hauptsache, es ist ein Gewässer oder ein Wasserlauf in der Nähe. In Mitteleuropa haben wir den sogenannten Wald-Iltis. Das ist praktisch unser wilder Iltis. Im östlichen Europa gibt es den sogenannten Steppen-Iltis. Und dieser Steppen-Iltis, das ist eine Art, die praktisch ab östlich der Oder in Österreich, Pannonisches Becken, Ungarn, Russland vorkommt. Dieser Steppen-Iltis ist das, was man im Grunde auch zum Haustier gemacht hat, als sogenanntes Frettchen. Also unsere Haustiere, die Frettchen, die zur Kaninchenjagd früher und auch heute noch intensiv eingesetzt wurden, die sind domestizierte Steppen-Iltisse, während wir bei uns in Mitteleuropa typischerweise die Unterart, den Wald-Iltis, als einzige Art haben. Iltisse leben übrigens wie auch die Wiesel solitär. Iltisse sind reine Bodentiere, klettern also nicht auf Bäume, auch das tun die Wiesel zum Beispiel nicht, sind Makrosmaten, also auch hier der Riechsinn ist der entscheidende Sinn. Die Tiere leben in Riechwelten, das haben wir ja bei einigen anderen Arten vorher auch schon uns mal angeschaut. Der Iltis ist, und das ist ganz interessant, primär nachtaktiv. Und wir sehen hier auf diesem Bild, wo dieser Pfeil ist, dass die Färbung auf der Körperoberseite deutlich heller als auf der Körperunterseite ist. Das ist bei Arten, die primär nachtaktiv sind, sehr häufig zu beobachten. Ist also ein Hinweis, kein Beweis dafür, aber ein Hinweis darauf, dass wir es hier mit einer primär nachtaktiven Art zu tun haben. Das Gehör ist sehr gut ausgeprägt. Der Iltis jagt praktisch stöbernd, indem er im Fluss entlang läuft. Er hat ein sehr weites Nahrungsspektrum, eine wichtige Rolle spielen im Nahrungsspektrum die wechselwarmen Wirbeltiere, also gerade auch die Eidechsen, dann auch Amphibien wie Frösche und Kröten, dann Fische. Er betreibt auch die sogenannte Lebendkonservierung gelegentlich. Das ist etwas, was ja ein bisschen skurril anmutet. Der Iltis ist in der Lage, gerade bei Fröschen oder Kröten zum Beispiel durch einen Biss in das Zentralganglion diese Tiere zu lähmen, sodass sie nicht mehr flüchten können, aber noch am Leben sind, also noch frisch gehalten werden und damit als eine Art Nahrungsreservoir dienen können. Das scheint also bei den Marderartigen offenbar drin zu stecken, dass eben diese Nahrungsspeicher angelegt werden, beim Iltis eben deutlich ausgeprägter noch als bei den beiden Wieseln. Neben den Wechselwarmen haben wir natürlich die Homoiothermen, Beutetiere, Mäuse, Ratten, kleinere Vögel, aber dann auch Wirbellose wie Schnecken und Würmer, Insekten. Und dann hat er durchaus in bestimmten Jahreszeiten Früchte auf dem Speisezettel. Im Frühjahr jetzt vor allen Dingen Eier von sowohl Bodenbrütenden als auch nicht ganz so hoch im gebüschbrütenden Arten. Iltisse sind polygam oder agam. Der Unterschied zwischen Polygamie und Agamie ist immer ein bisschen schwierig zu definieren. Polygamie bedeutet, dass im Grunde ein Männchen sich mit mehreren Weibchen paart. Agamie bedeutet, dass eigentlich eine völlige Promiskuität herrscht. Wo da genau eine Grenze ist, muss man halt im Einzelfall immer sehen und ist auch nicht immer so genau bekannt bei den Arten. Die Fortpflanzungszeit, die Reinzeit ist im März, April, gelegentlich aber auch durchaus ausgedehnt. Das heißt, es kann auch schon im Februar losgehen und kann sich auch bis in Juni reinziehen. Die Tragezeit beträgt etwa 42 Tage. Das heißt, die Jungtiere sind 4 bis 7, gelegentlich auch mal bis zu 9. Junge Iltisse kommen dann zwischen April und August etwa zur Welt. Sie sind bei Geburt blind, öffnen mit gut 4 Wochen, etwas mehr manchmal auch die Augen, werden 4 bis 5 Wochen gesäugt, werden mit 3 Monaten selbstständig und sind mit 9 bis 10 Monaten geschlechtsreif. Iltisse hat man noch bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts intensiv bejagt. Bis 1967 gab es in Deutschland noch keine Schonzeit, da gab es also im Grunde nur den Schutz der Muttertiere. Später hat man eine Abnahme der Bestände teilweise flächendeckend, teilweise lokal postuliert und gesagt, es scheint hier weniger zu werden. Das sind Beobachtungen, die wir immer wieder mal machen. Ein Grund für diese Beobachtung ist nicht wirklich erkennbar.
Es gibt auch durchaus, wie gesagt, Regionen, wo der Iltis nach wie vor häufig ist. Es kann sicherlich mit einer Konkurrenz durch Waschbär, Mink oder Marderhund, also auch eben sehr wassergebundene Neozoonarten zusammenhängen, die das Biotop praktisch mit dem Iltis teilen. Es gibt auch andere Hypothesen. Es gibt Hypothesen, die besagen, dass möglicherweise auch Umweltschadstoffe, also zum Beispiel die PCBs, die polychlorierten Biphenyle, hier eine Rolle spielen, die zum Beispiel die Fertilität beeinträchtigen können oder ähnliches. Sind aber im Grunde alle Spekulationen, wirklich harte Daten haben wir dazu nicht. Ja, wir kommen jetzt von den Stinkmardern zu den echten Mardern. Da haben wir zum einen den Steinmarder. Den Steinmarder, den kennt jeder von Ihnen. Er kommt im Grunde in ganz Europa vor. Wo er nicht vorkommt, sind die britischen Inseln und Skandinavien. Dort haben wir nur den Baummarder. Steinmarder sind praktisch in jeder Stadt, in jedem Dorf, in jeder Siedlung vorhanden. Das ist eigentlich eine Art der offenen Landschaft mit Hecken, Feldgehölzen, der klassischen Agrarlandschaft. Aber der Steinmarder hat sich eben schon sehr früh in menschliche Siedlungen auch hineingezogen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass in den Siedlungen die Verfolgung oft nicht so intensiv ist wie außerhalb, hat aber noch mehr vermutlich damit zu tun, dass er hier durchaus eine sehr gute Nahrungsgrundlage und auch Schutz zum Beispiel zum Aufziehen des Gehecks auf Dachböden findet. Er findet Nahrung in Form von Tauben, in Form von Ratten. Und wie gesagt, die Gebäude bieten ihm auch Schutz. Also von daher ist der Steinmarder sicherlich eine Art, die schon sehr lang und sehr früh mit den Menschen auch zusammenlebt. Steinmarder sind auch, ja, man kann fast sagen omnivor. Das heißt also Obst, zum Beispiel Beeren auch im Wald, auch Bucheckern, also Waldfrüchte, Insekten spielen eine Rolle. Kleine Vogelarten werden regelmäßig erbeutet. Wie gesagt, bis hin zu Taubengröße. Säugetiere werden etwa bis zur Hasengröße erbeutet. Auch der Steinmarder hat eine stöbernde Art zu jagen. Also er läuft sehr viel. Das merkt man auch daran, wenn Sie Marder im Gehege halten, dann sollten Sie diese Gehege, wenn sie artgerecht sein sollen, entsprechend lang auslegen. Das heißt, also, es sollte dort eine gewisse Laufstrecke in eine Richtung zu finden sein, dass der Marder nicht immer alle 2 bis 3 Meter sozusagen die Richtung wechseln muss, denn er hat ein enormes Laufbedürfnis, was er abreagiert. Das merkt man übrigens auch, wenn man den Marder am Dachboden hat, dann hört man den also eigentlich permanent laufen. Und das hat eigentlich damit zu tun, dass dort, wo viel Nahrung vorhanden ist, der Marder nicht dauernd auf Nahrungssuche sein muss. Er hat also genug Energie mit relativ kurzer Zeit, in der er jagt. Und den Rest der Zeit muss er dann sein Laufbedürfnis im Grunde abreagieren. Deshalb findet man gerade auf den Dachböden den Marder auch gerne, wie er hin und her läuft und sonst gar nicht viel macht. Es gibt ein paar Besonderheiten, die vom Marder, vom Steinmarder auch beschrieben sind. Das eine Phänomen ist der sogenannte Schautanz, den wir auch beim Fuchs zum Beispiel kennen. Ein Schautanz ist im Grunde eine Art des Beutemachens, die ganz interessant ist. Der Marder, der sich zum Beispiel an eine Taube oder eine Krähe anschleichen will, aber nicht so richtig rankommt, der fängt dann plötzlich an und bewegt sich völlig untypisch, fängt an, sich auf den Boden zu schmeißen, Kapriolen zu machen, sich zu sträuben, ein ganz seltsames Bild abzugeben, sodass ein neugieriger Vogel wie eine Krähe sich durchaus annähern kann und zu schauen, was ist da eigentlich los. Und in dem Moment versucht er dann, wenn er nah genug ran ist an der Krähe oder die Krähe an ihm ran ist, die auch zu erbeuten. Das heißt also, ein Phänomen, was verschiedene Raubtiere entwickelt haben, ein Beutefangverhalten, ist aber, wie gesagt, anekdotisch und kommt relativ selten vor. Was anderes, was häufiger vorkommt, ist die Frage der überoptimalen Reitsituation. Hat sicherlich jeder von Ihnen auch schon mal gehört. Wenn der Marder in den Hühnerstall, in den Taubenschlag hineingerät, dann beißt er extrem viele Tiere tot. Und der klassische Fall ist dann eben der, ein Huhn hat er gefressen, 20 hat er totgebissen. Der Bauer kommt am Morgen in den Hühnerstall, sieht den Marder dort schlafend und erschlägt ihn mit der Mistgabel. Diese Geschichten hört man immer wieder. Das hat nichts mit Blutrausch zu tun, wie das eben immer gerne auch interpretiert wird. Das hat einfach damit zu tun, dass wir hier eine überoptimale Reitsituation haben. Der Marder, der in den Hühnerstall kommt, sieht ganz viele Beutetiere.
ist mit dieser hohen Zahl an Beutetieren auf engem Raum, die nicht wegkommen, überfordert. Und in der Natur ist im Grunde der Beutefangtrieb oder das Beutefangreflex, muss man eigentlich sagen, immer größer als der Fresstrieb. Das heißt also, der Marder wird, solange irgendwas flattert, erstmal Hühner totbeißen, um dann anzufangen zu fressen. Einfach aus einem instinktiven Verhalten heraus, was in der Natur Sinn macht, weil wir dort natürlich keine vielen Hühner auf einem Haufen haben, sondern dort muss der Marder wirklich sehen, seine Beute tot zu beißen. Und solange die noch flattert, muss er nochmal tot beißen, denn ansonsten haut ihm die Beute nicht ab und er hat das Nachsehen. Und deshalb ist die Situation natürlich in anthropogenen Umwelten wie Hühnerstellen das Problem mit dem Marder, das hat eigentlich der Mensch und nicht der Marder. Ähnliche Probleme hat man in Fischteichen mit Fischottern oder neuerdings ja auch ganz typisch in der Schafhaltung mit dem Wolf. Marder, Steinmarder sind territorial, haben ein sehr starkes Repertoire an Duftstoffen, wie generell die Marderartigen. Steinmarder markieren mit den Zirkumanaldrüsen, deshalb finden sie also auch relativ häufig Marderlosung auf ihren Autos. Das ist im Grunde ein Revierverhalten, wo dann praktisch auf der erhöhten Position des Autodaches letztendlich mit dieser Losung das Revier markiert wird. Das ist so ähnlich wie der Fuchs, der seinen Losungshaufen auf den Baumstuben setzt. Steinmarder haben ihre Ranzzeit im Juli, August, das heißt also hier auch wieder im Hochsommer. Das bedeutet eben auch, wie schon bei den anderen Arten, die das genauso machen, auch eine verlängerte Tragzeit. Wir haben eine Keimruhe. Diese Keimruhe führt dazu, dass insgesamt eine Tragzeit von 9 Monaten entsteht. Und wenn dann im Grunde im Herbst oder im Spätherbst oder Winter praktisch nochmal eine Ranzzeit auftritt, das kommt bei Marder auch vor, dann entfällt die Keimruhe und die Tragzeit dauert nur etwa 2 bis 3 Monate. Wir haben es nur mit einem Wurf pro Jahr zu tun, das ist eigentlich für Raubtiere auch typisch. Wir haben es zwischen 2 und 7 Jungtieren, normal zwischen 3 und 5. Die kommen im März, April zur Welt, sind auch klassische Nesthocker, blind, öffnen mit etwa 5 Wochen die Augen, werden 7 bis 8 Wochen gesäugt, werden etwa einen Monat später noch selbstständig und sind dann mit etwa 3 Jahren oder auch früher geschlechtsreif. Also hier sehen Sie schon, wenn wir jetzt mal von den Wieseln herkommen, das vergleicht, ist der Marder deutlich eher ein K-Stratege, also jemand, der nicht mehr so ganz stark auf Reproduktionsfähigkeit auch setzen kann. Die morphologische Unterscheidung zwischen Baum- und Steinmarder, den Baummarder werden wir uns gleich mal ein bisschen angucken, anhand von Merkmalen, das ist einmal der Sohlenballen, wenn man also auf die Sohlenballen schaut, dann ist der Steinmarder hat unbehaarte Sohlenballen, also eher ein Kletterer aus der Felslandschaft kommt, während der Baummarder behaarte Sohlenballen hat. Das bedeutet eigentlich, dass er eher damit sehr leise und schleichend sich fortbewegen kann. Der Kehlfleck, den jeder Marder hat, ist beim Baummarder eher rundlich, beim Steinmarder eben eher gegabelt und reicht bis auf die Vorderläufe. Allerdings ist die Variabilität dieser Kehlflecke so groß, dass man da auch kein sicheres Unterscheidungsmerkmal daraus machen kann. Besser schon passt die Farbe der Unterrolle. Der Kehlfleck und auch die Unterrolle ist beim Steinmarder eher weiß, beim Baummarder dann eher eben gelblich. Und die beste Möglichkeit, Baum- und Steinmarder zu unterscheiden, ist anhand des Gebisses. Das funktioniert so, ich versuche das hier mal zu zeigen. So, jetzt müssen wir mal schauen, ob das Präparat hier zu sehen ist. Ja. Hier haben wir also einen Steinmarder. Und hier haben wir einen letzten Molar im Oberkiefer. Das ist der hier. Und der ist praktisch hier zum Gaumen hin und hier zur Wange hin unterschiedlich ausgeprägt. Jetzt versuche ich hier mal den Baummarder daneben zu legen. Und jetzt sehen wir schon den Unterschied. Also hier haben wir beim Steinmarder eine Einkerbung nach außen hin. Diese Stelle hier. Und beim Baummarder habe ich hier eine
Ausbuchtung. Ich glaube, das ist, glaube ich, hier ganz gut zu sehen. Das ist letztendlich das sicherste Unterscheidungsmerkmal zwischen diesen beiden Arten. Ja, die Unsitten, in Anführungsstrichen, die der Steinmarder mit sich bringt, sind das Besiedeln, wie schon gesagt, von Dachböden. Hat damit zu tun, dass er dort natürlich im Schutz des Dachbodens sein Geheck großziehen kann. Und auch, das ist auch ein interessantes Phänomen, das Zerbeißen von Kraftfahrzeugteilen, also gerade von Gummischläuchen, Bremsschläuche, Elektrokabel und dergleichen mehr. Das sind große Probleme im Siedlungsraum. Woran das liegt, kann man spekulieren. Es gibt eine Meinung, dass das mit einem Revierverhalten ist. Gutes Revierverhalten ist, denke ich, eher mal die Losung, dann, die auf dem Auto zu finden ist. Das Zerbeißen ist oft, das hat Karl Kugelschaft in den 1970er Jahren eigentlich sehr schön herausgefunden, indem er wirklich Experimente mit Fahrzeugen in Mardergehegen gemacht hat. Das Zerbeißen ist eigentlich eher ein spielerisches Verhalten. Die Tiere haben einen ausgeprägten Spieltrieb und kauen einfach an fremden Gegenständen dann auch mal rum. Und gerade Gummiteile sind offenbar sehr lukrativ und interessant dafür. Also das ist etwas, wo wir am ehesten davon ausgehen müssen, das macht ihm einfach Spaß. Und natürlich ist natürlich so ein Auto auch aus anderen Gründen attraktiv. Stellen Sie sich vor, Sie kommen irgendwann morgens um 3 aus der Kneipe oder aus dem Club und stellen Ihr Auto ab. Das Auto hat einen warmen Motor. Der Marder ist gerade nachts unterwegs in seinem Revier, hat die berühmten großen Laufstrecken und merkt plötzlich, da steht jetzt ein warmes Auto und dann wird er natürlich erstmal das nutzen. Das ist schön kuschelig. Dort geht er erstmal rein, macht ein Schläfchen, bringt manchmal auch ein Stück Beute, also einen Vogel oder eine Maus mit. Und dann finden sie oft nicht nur die Marderhaare, sondern auch den Rest der Maus oder des Vogels in ihrem Motorraum. Kann man das verhindern? Ja, man kann. Ist eigentlich jetzt Liability Management, aber Tipp am Rande. Das Einfachste und Sicherste ist, sie nehmen Karnickeldraht und legen den einfach unter den Motorraum, also unter die offenen Teile des Motors nach unten. Da geht der Marder äußerst ungern drauf, weil der Karnickeldraht, gerade wenn er ein bisschen gewellt ist, natürlich keinen sicheren Tritt gewährleistet, der drückt irgendwie weg und das mag er nicht. Alles andere kann man tun, kann man auch bleiben lassen, also irgendwelche Ultraschallgeschichten, irgendwelche Gerüche oder was immer wieder gefragt wird, ja, wenn man dann Haare von Hunden oder Haare von sich selber in den Motorraum packt, je nachdem, wie man riecht, kann das eine Weile gut gehen, aber irgendwann hat der Marder sich auch daran gewöhnt. Marder kann man grundsätzlich nutzen. Es gibt auch durchaus Stimmen, die sagen, man sollte sie nutzen, gerade vor dem Hintergrund der Situation des Niederwildes. Also wir haben es beim Feldhasen ja schon besprochen, werden es beim Rebhuhn nochmal besprechen. Also Marder sind durchaus in der Zivilisationslandschaft begünstigte Arten. Das heißt, man muss im Grunde auch gucken, ob man sie in einer gewissen Hinsicht die Bestände reduzieren kann und will. Ob das funktioniert, ist eine andere Frage. Das muss dann schon sehr intensiv sein, die Bejagung. Denn außer Fallenjagd ist eigentlich der Marder eher eine Zufallsbeute. Das heißt also, wenn man auf Ansitz des Nachts, zum Beispiel auf Schwarzwild irgendwo sitzt, dann ist oft mal ein Marder, der dort auch auftaucht. Im Winter sogenannte Ausneuen. Man kann also die Spuren verfolgen und ihn dann aus seinem Versteck rausjagen. Hauptjagdmethode ist die Fallenjagd, die aber eben nicht ganz unproblematisch heutzutage ist. Nicht unproblematisch deshalb, weil wir natürlich oftmals die Situation haben, dass im Zivilisationsraum sehr viele Haustiere bzw. Heimtiere unterwegs sind, gerade Hauskatzen, die möglicherweise in die Falle eines Marders geraten oder für einen Marder gestellte Falle geraten und auf die Art und Weise dann zu Tode kommen. Ein weiteres Problem ist die Frage, deshalb werden eben oft auch Totfangfallen untersagt, viele Bundesländer haben sie verboten. Man darf die Tiere nur in Lebendfallen noch fangen. Lebendfallen sind aber zumindest, ist das eigentlich bei uns im Hause die Meinung, aus Tierschutzgründen problematischer als Totfangfallen, weil in der Lebendfangfalle das Tier natürlich eine relativ lange Zeit drin sitzt und auch Angst hat, vor der unsicheren Situation hat. Es gibt sogar Gegenargumente, die sagen, ja gut, der Marder hat da drin geschlafen in der Falle. Das würde dafür sprechen, dass es vielleicht auch nicht so stressig ist. Es kann auch dafür sprechen, dass der Stress vorher so groß war, dass das Tier dann irgendwann sehr müde geworden ist. Also die Fallenjagd ist sicherlich diskutiert. Man darf sie wie vieles im Leben sicherlich nicht verteufeln, aber man sollte überlegen, wenn man sie ausübt, dass man sie im Grunde so ausübt, dass die Tiere kein unnötiges Leiden dadurch erfahren.
Die haben wir schon mehrfach angesprochene Baummarder. Hier sehen wir einen. Hier sehen wir auch ganz schön diese gelbliche Unterwolle und den gelblichen Kehlfleck hier, den etwas runden, auch hier unten abgerundet und nicht bis auf die Vorderläufe ausstrahlend. Hat ein ganz ähnliches Verbreitungsgebiet wie der Steinmarder, allerdings mit ein paar Ausnahmen. Er kommt einfach insgesamt weiter nach Norden vor. Das heißt, wir finden Baummarder auch in England, wo wir keine Steinmarder finden. Wir finden aber im Mittelmeerraum im Grunde nur Steinmarder und keine Baummarder. Das heißt, das Verbreitungsgebiet ist nach Norden gerutscht. Der Name sagt es schon, Baummarder sind eine Art des Waldes. Vor allen Dingen im Hochwald, auch im Nadelwald, sind Baummarder durchaus recht häufig. Sie ziehen sich auch in urbane Regionen, vor allen Dingen in Parks. Im Vergleich zum Steinmarder, der im Grunde mehr stöbernd jagt. Gut, stöbernd jagt der Baummarder auch, aber der Baummarder klettert dabei auch. Es ist so, dass das Nahrungsspektrum auch entsprechend anders ist. Zwar ist der Baummarder auch omnivor, auch der Baummarder frisst im Herbst zur Fruchtreife einen sehr starken Anteil an Früchten. Dort, wo natürlich, wo er in Wäldern lebt, hat er natürlich ein etwas anderes Beutespektrum. Eine klassische Beuteart sind die Eichhörnchen. Ein kurzer Verweis in die Belletristik. Walt Disney in seinem Perry und Porro hat das auch sehr drastisch beschrieben, wie dann der Marder als der große Feind der Eichhörnchen auftritt. Eichhörnchen können auch ähnlich wie sie selber, also Eichhörnchen flüchten ja praktisch immer spiralartig um den Baum. Wer mal ein Eichhörnchen hat, den Baum hochklettern gesehen, der weiß das. Das Eichhörnchen läuft nie in einer geraden Linie hoch, sondern läuft wie in Spiralen um den Baumstamm. Und das tut es natürlich vor allen Dingen, um Prädatoren wie Habicht oder auch wie eine Eule davon abzuhalten, es zu erbeuten, weil ein Habicht oder eine Eule kommt eben nicht so gut um diesen Baum rumgeflattert. Der Marder kann das, der Marder läuft im gleichen Spirallauf auch um den Baum herum. Und was er aber nicht kann, ist, wenn das Eichhörnchen praktisch oben angekommen ist in der Krone, dann kann der Marder unter Umständen zwar auch über Äste zu anderen Bäumen überwechseln, aber wenn das Eichhörnchen aus großer Höhe, und das kann ein Eichhörnchen bis zu 18 Meter sich fallen lassen, Eichhörnchen haben sehr ausgeprägte Hautfalten an den Extremitäten. Das heißt, man sieht das bei den Flughörnchen noch deutlicher in Nordamerika. Die können sich also wie ein kleiner Fallschirm vom Baum runterfallen lassen, wie gesagt, bis zu 18 Meter Höhe und mehr, und können dann unten völlig wohlbehalten auftreffen und weiterflüchten. Das kann der Marder nicht. Das heißt, der muss den Baum erst wieder runterklettern und dann ist das Eichhörnchen meistens schon über alle Berge. Die Ranzzeit und die gesamte Fortpflanzungsbiologie ist im Grunde ähnlich wie beim Steinmarder. Das brauchen wir jetzt hier nicht nochmal alles zu wiederholen. Die Morphologie hatten wir schon erwähnt, hier nochmal zusammengefasst, die behaarten Fußsohlen, der eher rundovale und gelbliche Kehlfleck, wobei das eben ein relativ unsicheres Unterscheidungsmerkmal ist, und ein insgesamt etwas dichteres Fell als beim Steinmarder. Managementmäßig muss man beim Baummarder nicht viel tun. Man kann ihn bejagen. Es gibt zeitweise mal Berichte, dass die Bestände rückläufig sein oder sein sollen. Das muss man mal prüfen, woher man diese Zahlen hat. Ist immer schwierig, wenn man Jagdstrecken zugrunde legt, dann kann es durchaus sein, dass auch eine Änderung der jagdlichen Prioritäten da eine Rolle gespielt hat. Im Moment scheinen die Bestände aber eher stabil zu sein, also zumindest keine groben Abwärtstendenzen zu beobachten sind. Heißt also, man kann den Baummarder nutzen, man kann ihn auch in Ruhe lassen, also dort, wo er eine Jagdzeit hat, das ist nicht in allen Bundesländern so, kann man ihn auf jeden Fall auch bejagen. Der nächste spannende Marder ist der Dachs. Viele wissen gar nicht, dass der Dachs eben auch zu den Mardern zählt. Auch Dachse sind im Grunde weit verbreitet in gesamten Europa. In Ausnahme gibt es in Nordskandinavien und auf Island. Island wegen der Insellage, Nordskandinavien natürlich wegen der Winter- und der Schneelage. Der Dachs ist eine Art, die eben auch eine Winterruhe hält und im Winter recht inaktiv ist. Deshalb ist der hohe Norden oder auch die Höhe im Gebirge für den Dachs dann eher unattraktiv. Ansonsten nutzt er sehr viele Biotope und ist auch ein
klassischer, in Anführungsstrichen, Kulturfolger. Begriff deshalb in Anführungsstrichen, weil wir im Moment lernen, dass die Unterteilung in Kulturflüchter und Kulturfolger, wie wir sie vielleicht in der Schule noch gelernt haben, mittlerweile zunehmend fragwürdig wird. Es gibt eine Menge Tiere, die früher mal als scheu galten, als extrem dem Menschen abgewandt galten. Denken wir an den Wanderfalken, denken wir an den Seeadler, von mir aus auch an den Wolf. Das sind alles Tiere, die zeigen, dass sie durchaus mit den Menschen sehr gut leben können, sobald man sie eben nicht verfolgt. Und das gilt im Grunde für das gesamte Artenspektrum. Der Dachs ist eben eine Art, die schon sehr früh und sehr intensiv auch in der Kulturlandschaft, in der Agrarlandschaft vor allen Dingen, also nach dem Neolithikum beginnt, sich den Menschen genähert hat, ähnlich wie der Rotfuchs auch. Dachse sind Allesfresser, kann man sagen, unter den Raubtieren. Die pflanzlichen Nahrungsbestandteile nehmen einen sehr großen Teil ein. Beeren, Nüsse, Eicheln, Bucheckern, sie graben mal nach Wurzeln, sie fressen auch Getreide. Sie graben nach Würmern und nach Schnecken. Die Hauptnahrung ist eigentlich der Regenwurm. Also in den meisten Zeiten des Jahres, wenn nicht gerade Winter ist und der Dachs ruht, ist das Graben, wie man sagt, ja gesagt, nach Stechen, nach Regenwürmern, eigentlich der Hauptnahrungserwerb. Dazu kommen aber dann auch eben Insektenlarven natürlich auch, wechselwarme Tiere. Er frisst aber auch Aas und er beutet auch gelegentlich mal ein Säugetier bis immerhin zur Hasengröße. Vom Gebiss her kann man eigentlich diese Nahrungsvielfalt sehr schön sehen. Wir haben, das kommen wir wieder in einem altehrwürdigen Präparat zeigen, mir drunter liegt, so, genau. Das ist im Grunde unser Dachsschädel von eben und wir sehen eigentlich hier diese sehr breit ausgeformten Molaren hier, die fast wie ein Allesfresser gibt es aussehen. Das ist ein Raubtier, das sieht man eben noch an den Fangzähnen. Diese mahlzahnartigen Strukturen sind auch ein typisches Zeichen für den Dachsschädel. Wenn Sie einen Schädel draußen finden, dann können Sie darauf gucken und auf ein paar andere Merkmale auch, ob es ein Dachs oder ein Fuchs ist. Ein weiteres Merkmal, was den Dachs kennzeichnet, ist der ist jetzt hier eher schwach ausgeprägt, ist der Knochenkamm. Der Schädeloberseite, man sieht es vielleicht von hier am besten so, hier entlang. Knochenkämme sind, hier hinten dann etwas ausgeprägter, Knochenkämme sind typische Ansatzpunkte von Muskulatur und das zeigt, der Dachs hat im Grunde auch eine sehr starke Kaumuskulatur, die dann dort insistiert und das bedeutet eben auch, er kann eine recht große Kraft im Kiefer entwickeln, das heißt, er kann zum Beispiel auch Nüsse durchaus gut knacken. Insgesamt hat der Dachs 38 Zähne. Er hat diesen einen eben gezeichneten Molar im Oberkiefer und im Unterkiefer 2 Molaren pro Kieferhälfte. Da wird also das Gebiss deutlich reduziert an der Stelle. Dachse, wie schon ein paar Mal erwähnt, sind Winterruher. Wie auch schon erwähnt in einer früheren Veranstaltung, ist diese harte Unterscheidung zwischen Winterschläfer hier, Winterruher dort, heutzutage auch nicht mehr so klar, sondern wir finden im Grunde immer fließende Übergänge. Der Dachs als sogenannter Winterruher ist eben eine Art, die nicht permanent den Winter durchschläft, sondern die immer wieder regelmäßig, wenn es mal draußen warm wird oder wenn er einfach mal wach geworden ist, was so ein Dachs veranlasst, mal rauszukommen, weiß man nicht so genau, seinen Bau verlässt und man schaut, wie es draußen aussieht und etwas Winter- oder Frühlingsluft dann schnuppert. Damit er diese Winterruhe gut überstehen kann und nicht auf Nahrungserwerb im Winter massiv angewiesen ist, legt er im Grunde im Herbst eine Fettschicht, eine sogenannte Feistschicht sich an, die hat 2 bis 3 cm Dicke und die bildet auf der einen Seite eine Isolation, natürlich also einen Kälteschutz und bildet auch eine Nahrungsreserve. Dachse leben relativ sozial, also das ist eine Marderart, die anders als viele andere Marder sozial in Familienverbänden leben. Diese Familienverbände
bewohnen Baue, und zwar sehr ausgeprägte Baue mit vielen Röhren, mit verschiedenen Kesseln, Gesamtdurchmesser oft bis zu 30 Meter. Diese Baue werden auch über Jahrzehnte, manche Leute sagen Jahrhunderte, genutzt. Wenn wir also Flurnamen wie einen Dachsenberg oder etwas Ähnliches hören, dann ist dort bis heute relativ häufig auch ein Dachsbau. Und dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass dieser Dachsbau auch tatsächlich über Jahrhunderte mehr oder weniger konstant genutzt worden ist. Die Baue sind auch sehr differenziert. Man hat also Mutterbaue, wo die Jungen zur Welt kommen. Man hat Nebenbaue, die eben weniger genutzt werden. Man hat Notbaue, die dann eigentlich bei Zerstörung von Teilen des Hauptbaues genutzt und gegraben werden. In diesem Bau finden sich auch Toilettenanlagen, kann man sagen, für die Jungtiere, die dann immer wieder verschlossen werden und neu gegraben werden, sodass dort die Fäkalien von den Jungtieren auch nicht im Bau letztendlich herumliegen. Und ansonsten gehen Dachse auch als recht reinliche Tiere aus menschlicher Perspektive außerhalb ihres Baus, um ihre Notdurft zu verrichten. Das heißt, die Fäkalien werden tatsächlich, die Losung wird tatsächlich an sogenannten Dachsaborten zentral abgesondert. Dachse sind auch nicht sonderlich territorial. Das heißt also, Dachsfamilien haben zwar ein Familienterritorium, verlassen das aber auch, besuchen eine Nachbarfamilie, vertragen sich dabei auch, das Territorium wird praktisch nicht oder kaum verteidigt. Und größere Streifzüge außerhalb des Baues, auch wenn die Jungtiere dann neue Lebensräume suchen, die sind dann oft in Einzelnen unternommen, dort finden wir den Dachs dann auch alleine. Die Fortpflanzungszeit beim Dachs ist wieder im Spätsommer, das heißt also April bis August. Der Schwerpunkt liegt aber eben auf dem August, oder Hochsommer ist es eigentlich. Man hat dann eine verlängerte Tragzeit von 8 Monaten oder auch länger, je nachdem wann die Ranzzeit gerade abgelaufen ist, und die Jungtiere kommen etwas auch in einem etwas größeren Zeitfenster dann zur Welt, nämlich zwischen Januar und April. Januar hört sich sehr früh an, ist aber wegen des Lebens unter der Erde im Bau bei relativ ausgeglichenen Temperaturen dort durchaus möglich. Es kommen 3 bis 5 Junge zur Welt. Sie öffnen mit 4 bis 5 Wochen die Augen, sind also wiederum Nesthocker. Werden etwa 8 Wochen lang gesäugt, werden mit etwa einem halben Jahr selbstständig und sind mit etwa 2 Jahren geschlechtsreif. Was macht man mit dem Dachs? Muss man ihn managen? Kann man ihn bejagen? Der Dachs hat eine recht wechselhafte Geschichte hinter sich. Wie eben schon gesagt, klassischer Begleiter des Menschen eigentlich seit dem Neolithikum. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde der Fuchs, wie schon an anderer Stelle erwähnt, intensiv reduziert zur Tollwutbekämpfung. Bei diesen Baubegasungen sind sehr oft Dachse als, ja, man kann sagen, Kollateralschäden mit zu Tode gekommen. Und das hat die Dachspopulation in den 1970er Jahren, 60er, 70er, 80er Jahren massiv reduziert. Der Dachs hat eigentlich viel mehr unter diesen Begasungsmaßnahmen gelitten als der Fuchs und hat sich eigentlich erst mit der Einführung der Schluckimpfung für den Fuchs in seinen Beständen erholen können. Das allerdings dann durchaus ordentlich. Wir sehen hier auf dieser Grafik mal die Jagdstreckenstatistik des Deutschen Jagdverbandes, beginnend Ende der 1990er Jahre, 1998, 99 beginnend, das ist jetzt mal hier, bis 2018, 19, und wir sehen eigentlich etwas oszillierend um einen linearen Anstieg praktisch. Da hat sich der DAX-Bestand mehr als verdoppelt in dieser Zeit. Das bedeutet also, der Dachs kann und soll durchaus auch regulär genutzt werden. Eine weitere spannende Marderart ist der Fischotter. Der Fischotter ist eine Tierart, die, wie eben schon mal gesagt, eine semi-aquatische Art ist, die also extrem stark an Gewässer gebunden ist, deutlich mehr noch als beispielsweise der Iltis. Und auch noch mehr als etwa die Nerzarten, über die wir gleich nochmal sprechen werden. Der Fischotter hat ursprünglich mal ganz Europa sämtliche Gewässersysteme besiedelt. Darüber hinaus Asien und Afrika. Also er kam eigentlich im ganz eurasischen Raum und im Norden Afrikas vor. Er ist durch vor allen Dingen menschliche Verfolgung in Mitteleuropa deutlich seltener geworden. Menschliche Verfolgung vor allen Dingen durch die Teichwirtschaft.
Teichwirtschaft und Fischotter ist ein Riesenproblem. Wie eben schon beim Marder besprochen, sind Teiche natürlich überoptimale Reizsituationen für Fischotter, wo diese Tiere extrem viele Fische verletzen, viele Fische natürlich auch fressen, viele Fische töten und nur teilweise fressen. Das ist für den Teichwirt natürlich problematisch und daraufhin ist der Otter auch intensiv verfolgt worden. Ein weiterer Grund für die Verfolgung war natürlich auch die Nutzung des Balges. Der Balg ist extrem dicht mit einer sehr hohen Anzahl an Haaren pro Quadratzentimeter versehen und war zu den Zeiten, wo im Grunde Pelze als Kleidung noch genutzt wurden, war natürlich hochlukrativ und auch wertvoll. Darüber hinaus braucht der Fischotter wahrscheinlich auch relativ saubere Gewässersysteme, denn er ist im Grunde als Prädator in einem aquatischen Ökosystem mit verkürzten Nahrungsketten immer der Anreicherung von Schadstoffen ausgesetzt und sicherlich war auch die Schadstoffanreicherung durch die Beutetiere, also im Grunde Plankton, eventuell Friedfische, Raubfische, aber eventuell auch Plankton, Friedfische, Otter, diese verkürzten Nahrungsketten führen dazu, dass diese Umweltgifte, die wir gerade in der zweiten Hälfte des 19. bis 20. Jahrhunderts sehr intensiv beobachtet haben in der Natur, dass die sich im Otter auch stark angereichert haben. Und das führt natürlich oft auch zu Problemen, die wir jetzt nicht genau kennen, aber die sicherlich oft auch mit Fertilitätsstörungen und Ähnlichem einhergehen. Das hat sich in den letzten Jahrzehnten gebessert und dadurch plus durch das Phänomen, dass wir den Otter im Grunde unter Schutz gestellt haben und ihn nicht mehr verfolgt haben, wie aber auch nicht mehr bejagt haben, hat er sich sehr schnell erholt. Und mittlerweile beginnt eigentlich Mitteleuropa wieder ja fast flächendeckend besiedelt zu sein. Wir hatten immer zwei Restpopulationen gehabt, in denen der Otter nie deutlich dezimiert wurde. Das war einmal östlich der Oder, mit den westlichsten Ausläufern etwa hier in der Lausitzer Seen- und Teichlandschaft. Dort war der Otter eigentlich nie wirklich selten. Und in Dänemark, Skandinavien war der Otter auch nie wirklich selten, auch Irland nicht. Dazwischen dann so ab Norddeutschland, ab Friesland bis hin nach Mittelsachsen war er zeitweise ausgestorben. Und diese Flächen wurden erst stückweise wieder besiedelt. Fischotter sind aufgrund ihrer wirklich sehr stark im Wasser gebundenen Lebensweise auch sehr gut an das Wasser angepasst. Der Körper ist insgesamt spindelförmig. Der Schädel ist, das sehen wir hier unten in dem Bild, sehr schön relativ abgeflacht. Die Ohren sind relativ klein. Wenn man mal hier eine Linie zwischen Ohr, Auge und Nase ziehen würde, dann läge das auf einer Linie und das ist natürlich deshalb so, weil der Fischotter, wenn er schwimmt, praktisch Nase, Ohr und Auge oberhalb der Wasserlinie hält und alles andere dann unterhalb der Wasserlinie ist, was dann für den Widerstand beim Schwimmen sehr günstig ist. Was man hier nicht sehen kann, ist, dass im Grunde auch die Anatomie und Morphologie des Auges sehr typisch ist. Das heißt, Fischotter sind an Land relativ kurzsichtig und erst wenn der Wasserdruck praktisch auf das Auge wirkt, dann kann der Otter scharf sehen. Und er hat, das ist ein ganz interessantes Merkmal, haben viele Raubtiere diese sogenannten Vibrissen. Vibrissen sind Tasthaare, bei der Katze im Volksmund Schnurrhaare genannt, hat mit Schnurren aber nicht viel zu tun, sondern sind im Grunde Tasthaare, die letztendlich dem Otter vor allen Dingen unter Wasser erlauben, Bewegungen von Fischen beispielsweise auch aufzunehmen. Das heißt, wenn der im trüben, nicht klaren Wasser jagt, kann er trotzdem Fische erbeuten, weil er einfach über seine Vibrissen deren Bewegungen sehr gut orten kann. An Land ist der Beuteerwerb eher, wie bei Marlern insgesamt, eine eher stöbernde Jagdweise. Unter Wasser, wie schon gesagt, die Augen, die unter Wasser erst richtig scharf sehen und die Vibrissen dort, wo das Wasser eben trüb ist, spielen dann dort die entscheidende Rolle. Fische werden vom Otter meistens versucht, in eine Ecke zu treiben des Gewässers, wo sie dann nicht mehr rauskommen und dort fängt er dann sozusagen seinen Fisch. Die überoptimale Reizsituation in Teichanlagen haben wir schon erwähnt. Hauptbestandteil, der Name Fischotter sagt es bereits, sind Fische. Neben den Fischen erbeutet er natürlich alles, was sozusagen das Gewässer und das Gewässerufer hergibt. Ob das nun Amphibien sind, ob das Krebse und Mollusken zum Beispiel im Wasser sind, Insekten,
aber auch kleinere Säugetiere bis Mäuse und Rattengröße oder auch kleinere Vögel. Fischotter leben sehr relativ solitär wiederum, das heißt also hier wieder keine Familienstrukturen, sondern einzelne Tiere. Sie leben solitär entlang von Flüssen, gelegentlich auch Seen, also Seeufer oder Flussufer. Sie leben territorial, das heißt, ihr Territorium wird nicht in Flächen ausgedrückt, sondern wird eben auch in Kilometer Uferlänge ausgedrückt. Beim Biber hat man ein ähnliches Phänomen ja schon mal. Aber Otter sind deutlich territorialer als Biber. Die Territorien sind für Fähen und für Rüden unterschiedlich, aber sie können überlappen. Die Territoriumsgröße ist ein bisschen abhängig von der Nahrungsverfügbarkeit, bis zu 15 Kilometer. Uferlänge sagt man also in günstigen Situationen auch mal 2 Kilometer, aber das ist eben sehr stark von der Nahrungsverfügbarkeit abhängig. Wenn man sich so einen Fluss jetzt mal vorstellt hier, dass der Fluss ist, dann würde man beispielsweise Territorien der männlichen Otter, Männchen 1, Männchen 2, hier haben und würde dann aber zum Beispiel ein Territorium des Weibchens haben, die dann praktisch mit denen der Männchen überlappen, sodass also die Geschlechtspartner sich zur Paarungszeit auf jeden Fall begegnen, denn ansonsten wäre das ein bisschen fatal. Wenn die Jungtiere bleiben relativ lange beisammen, auch bis zum Teil ins nächste Jahr hinein. Jungtiere haben ein sehr ausgeprägtes Spielverhalten beim Fischotter und wandern eigentlich erst im Alter dann von einem Jahr oder später aus dem Territorium ab, wo sie dann oder auf der Suche nach neuen Territorien. Interessant ist beim Otter, dass wir keine klar definierte Fortpflanzungszeit, also keine klare Ranzzeit haben. Das heißt, wir finden Jungtiere in unterschiedlichem Alter, auch in der freien Wildbahn. Woran das liegt, da wurde viele Jahre drüber spekuliert. Es wurden also sehr spannende Hypothesen aufgestellt, dass zum Beispiel die Ovulation des Otterweibchens von der Hormondosis, die es über die Laichzeit der Fische beispielsweise aufnimmt, abhängig sei. Das hat sich aber als nicht wirklich tragfähig herausgestellt. Möglicherweise ist es beim Otter eher tatsächlich so, dass die großen Flussabschnitte, die den Lebensraum bilden, dazu führen, dass Otter sich auch nicht jeden Tag sehen und dass das einfach dann auch eine Zufallsbegegnung ist und damit die unterschiedlichen Ranzzeiten zustande kommen. Das heißt, die Ovulation des Weibchens möglicherweise erst ausgelöst wird, wenn sie mit einem Männchen zusammentrifft. Ist aber auch eine Hypothese, muss man sagen. Die Tragzeit ist ungefähr 60 bis 63 Tage. Es kommen dann zwischen einem und 5, meistens 1 bis 3 Junge zur Welt. Der Otter gräbt einen kleinen Bau. Auch hier wieder, die Jungen sind blind, sind also Nesthocker, werden bis 3 bis 4 Wochen sehend, werden ein halbes Jahr lang relativ lang also gesäugt, nehmen aber ab 6 Wochen schon die erste feste Nahrung zusätzlich auf, verlassen den Bau mit 8 Wochen etwa, werden allein durch die Mutter aufgezogen und wie schon gesagt nach einem Jahr wandern die Jungtiere ab. Das sind dann die Phasen, wo man häufig auch auf der Straße überfahrene Otter findet, weil die Tiere beim Suchen nach neuen Gewässern sehr weite Strecke über Land wandern. Die wandern also praktisch nicht das Gewässer auf und ab. Das ist auch nicht sehr ratsam, weil sie natürlich dort in Territorien von anderen Ottern geraten würden. Und deshalb ist oft die Wanderrichtung weg vom Gewässer. Und das führt eben auch dazu, dass sie eben dann Straßen überqueren müssen in unserer Zivilisationslandschaft und dort Probleme kriegen, was allerdings für den Bestand im Moment kein wirkliches Problem zu sein scheint. Wie gesagt, die Bestände, die großen Otterbestände als Reliktvorkommen östlich der Elbe und letztendlich in Norddeutschland, derzeit eine große Tendenz zur Ausbreitung. Durch bessere Lebensraumsituationen und fehlende Verfolgung ist eigentlich das Ziel der Managementmaßnahmen der Kontakt zwischen der östlichen und der nördlichen Otterpopulation. Mittlerweile ist der Kontakt auch schon hergestellt. Also wir finden jetzt Fischotter in Hessen, in Thüringen, in anderen Bundesländern.
Das heißt, wir haben diesen Kontakt mittlerweile geschaffen. Der muss noch intensiviert werden jetzt. Und damit würde man dann auch sich etwas gelassen zurücklehnen können und sagen, hier sind Schutzmaßnahmen dann sehr erfolgreich gewesen. Das ist eben etwas, was wir gerade eben beobachten können. Also in den letzten 10, 20, 30 Jahren hat man hier deutliche Fortschritte in der Besiedlung der Fläche durch den Otter beobachten können. So, jetzt haben wir noch zwei weitere Marderarten kurz zu besprechen. Das eine ist der europäische Nerz, das andere ist der Mink. Die beiden Arten sind nicht ganz unproblematisch. Wir haben es beim europäischen Nerz mit einer Art zu tun, die eigentlich in Mitteleuropa fast als ausgestorben gilt. Es war ursprünglich in ganz Europa verbreitet, auch stark an Gewässer gebunden. Jetzt längst nicht so deutlich wie der Fischotter, eher wie der Iltis beispielsweise, vielleicht etwas mehr als der Iltis. Also von der Ökologie her würde man sagen, steht etwa in der Gewässerbindung zwischen Iltis und Fischotter. Der europäische Nerz ist vor allen Dingen durch Lebensraumverlust in Mitteleuropa selten geworden, aber eben auch, so vermutet man sehr stark, durch die Einführung des amerikanischen Nerzes, des Minkes. Der Mink ist im Grunde ja ökologisch sehr, sehr ähnlich, ist ein Neozoon und scheint also die Restbestände des europäischen Nerzes einfach zum Verschwinden gebracht zu haben, dadurch, dass er Konkurrenz stärker ist. Es gab für den europäischen Nerz durchaus verschiedene Wiederansiedlungsprojekte. Professor Schröpfer aus Osnabrück, im Grunde einer der großen Männer der Raubsäugerforschung, hat durchaus solche Projekte initiiert seinerzeit. Die wurden dann auch zum Teil an anderer Stelle versucht zu wiederholen. Problem bei den Wiederansiedlungsprojekten zwischen des europäischen Nerzes ist eben die Ähnlichkeit zwischen Mink und Nerz. Das heißt also, dort, wo ich den europäischen Nerz ansiedle, müsste ich eigentlich den Mink stark dezimieren. Und das Problem ist eben, dass beide eben ja extrem schwer auseinanderzuhalten sind und gleichzeitig den gleichen Lebensraum besiedeln, die gleiche Ökologie haben. Wie kann ich also Minke reduzieren und gleichzeitig die angesiedelten Nerze fördern? Das ist eben eine Quadratur des Kreises und deshalb sind die Wiederansiedlungsprojekte eben auch hier ausgesprochen schwierig. Möglicherweise müsste man zeitlich gestaffelt vorgehen, aber auch da ist es eben sehr schwer, eine recht heimliche und schwer zu erbeutende Art wie den Mink tatsächlich deutlich zu dezimieren und reduzieren. Der Mink, wie gesagt, ist eigentlich die Nerzart, die jetzt bei uns mittlerweile in Mitteleuropa vorkommt. Und man muss jetzt sehen, ob es wirklich schafft, ob man es schafft, in Mitteleuropa den europäischen Nerz tatsächlich wieder zu fördern und wieder zu halbwegs überlebensfähigen Beständen aufzubauen. Oder ob wir uns irgendwann sagen müssen, wir müssen uns von dieser Tierart tatsächlich verabschieden, weil einfach die Einführung einer anderen Art, und es ist auch definitiv eine andere Art, es ist keine andere Unterart, die paaren sich auch nicht und sind auch nicht, bilden auch keine Hybriden. Das wäre so ein Fall, wo man im Grunde im Moment davor steht, vor der Frage, weitermachen oder kapitulieren. Das ist aber auch ein Thema, was wir dann im Wildtiermanagement nochmal vertiefen können. Das war's für heute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.